Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Gamer.co und herzlich willkommen zum neuesten Großspezial, der liebeste Antwort. Ja, was ist das? Das ist so gesagt, man wird nominiert und man muss Fragen beantworten. Das ist kurz und bündig. Und mich haben zwei nominiert, einmal der Psycho Sunny und einmal der Sensemann. Danke Sense. Und ich wollte das gerne in ein Video reinpacken und jedenfalls... Meister, ich hätte mal hier eine Frage. Ja, Igor? Meister, was soll ich denn hier machen? Dazu kommen wir später. Okay, Meister, mal sehen, was Sie vorhaben. Okay, so. Und natürlich werden mir diese Fragen gestellt. Ich beantworte sie. Ich werde mal gucken, wie ich das Video noch ein bisschen bearbeite. Ich habe da was im Kopf, deswegen hat es auch so lange gedauert. Aber erstmal grüße ich wieder meinen Abonnenten und das ist diesmal... Minga Gaming. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Grüße dazu. Danke für dein Abo. Danke für dein Vertrauen. Und lange Rede, kurzer Sinn. Fragen wir mit den ersten Fragen vom Psycho Zani an. Die erste Frage lautet: Was ist euer Lieblingsspiel? Mein Lieblingsspiel ist eindeutig Final Fantasy 8. Ich liebe es. Es ist einfach Hammer Story, geiles Rollenspiel und ich wünsche mir so eins für die Vierer. Mano. Was sie nie bekommen werden. Nautzi, Igor. Wenn's sein muss. Die nächste Frage ist: Was gefällt dir am meisten an YouTube? Mir gefällt am meisten an YouTube, dass man andere Leute kennenlernt. Sprich, wie gesagt, durch YouTube habe ich eben. Jenny Reloading, der Sensemann, YouTube Schminkerella, der Captain, Henrik Linz, Simple Sense und noch viele mehr kennengelernt und ja. Und das freut mich halt, das ist das Positive, was ich an YouTube sehe. Die nächste Frage ist: Welche Lieblingsserie hast du? Wenn ich jetzt mal von der Anime-Serie ausgehe, ist es Sword Art Online. Wenn ich jetzt von der realen Serie angehe, ist es zurzeit Game of Thrones oder Green Arrow. Weil DC macht miese Filme, na gut, Wonder Woman war gut, aber dafür machen sie geile Serien. Die nächste Frage ist: Welches Spiel hat dich richtig emotional berührt? Jetzt werden viele sagen, zum Beispiel wie Life is Strange, Shadow of Colossus. Mich hat ein anderes Spiel sehr berührt, wo ich nur da saß und habe gedacht: What the fuck? Mir ist echt die Kinnlade runtergegangen. Und das war das Spiel Tales of Xeria. Ja. Allein die Story her war es für mich sehr mitreißend, wenn dann die eine Person verschwindet, dann eben halt, die dürfen nicht zusammen sein und so. Die Story hat mich also wirklich emotional berührt, wo ich gedacht habe, wow. Generell die Tales of Teile sind sehr gut, was Story-Elemente angeht, sehr gut gehalten. Seit wann zockst du genau? Das erste Mal Kontakt mit Videospielen hatte ich 1992, 1993 um den Dreh. Da war meine erste Konsole der Sega mit dem Sonic drin, also da hatte ich ersten Kontakt. Aber richtig durchgängig zocken tue ich seit der PS1. Was isst du am liebsten? Also ich liebe Aufläufe. So, einmal im Monat bestelle ich mir bei meinem Döner des Vertrauens ein Geflügel-Nudelauflauf. Der ist lecker. Kann ich nur empfehlen. Hast du sonst noch neben dem Zocken oder YouTube noch mehr Hobbys? Ja, ich habe nebenbei, ich habe früher auch viel Warhammer 40k Modellbau gemacht. Das hat sich jetzt ein bisschen eingeschränkt durch YouTube.
Aber ich habe letztes Mal wieder die Farben kontrolliert, die Modelle kontrolliert und die Modelle angeguckt. Also das ist sowas auch, wo man zusammenbastelt und anmalt. Das finde ich ganz nice. Sonst glaubst du an übernatürliche Dinge? Jein. Also manches, also jetzt wie zum Beispiel mit Bermuda-Dreieck und so, ob da alles verschlingt oder so, das glaube ich nicht daran. Bei manchen ist es ein Unterschied. Es kommt auf die Fakten drauf an. Also ich kann es mir vorstellen, dass zum Beispiel ein Bigfoot oder ein Loch Ness gibt. Ich glaube auch, wir sind nicht die einzigen Lebewesen auf diesem Weltall. In diesem Weltraum. Deswegen, an Magie, Zauberei, ja, wer weiß. Vielleicht ist da ein bisschen was Wahres dran. Wenn Sie meine Frau nach Hause bringen, das wäre mal übernatürlich. Igor, danke für diesen blöden Kommentar. Ja, war mir klar. Das nächste ist, was war dein erstes Spiel? Ganz klar, das war der Sonic. Den Sega, ich weiß jetzt nicht welchen, das war der mit dem Vier-Action-Spiel, nicht mit einer Runde mit dem Vier-Action, ich weiß nicht, wie genau der heißt. Das war mein erstes Spiel, hat mir echt Spaß gemacht zu spielen. Magst du Lost Place? Die letzte Frage von Psychozani. Also ich guck's mir gerne an, weil man sieht, was die Zeit anrichten. Und ja. Deswegen gucke ich gerne zum Beispiel den YouTube-Kanal Ort der Stille, weil es interessiert mich schon, wie die Gebäude so nach Jahren oder nach Jahrzehnten oder irgendwie so aussehen. Auch wie alte Ruinen und deswegen interessiert mich das. Grüße gehen auch an Ort der Stille raus. So, das waren jetzt die Fragen von Psycho Sunny und jetzt kommen wir zu den Fragen von den Sensemann. Was soll ich hier, Meister? Warum du jetzt hier bist, Igor? Ja! Ganz einfach, weil viel Spaß bei Beantworten dieser Fragen. Meister, das geht nicht. Ich mach das nicht. Ist mir egal. Meister, die Fragen gehen über Sie, nicht über mich. Okay, du hast recht. Es geht eigentlich um mich. Da ist doch bestimmt ein Aber dahinter, Meister, oder? Du machst das. Viel Spaß. Meister! Na toll, mein Meister ist weg. Na gut, Sense, tut mir leid, dass ich die jetzt beantworten muss. Die erste Frage ist, wenn du YouTube schaust, welche Art von Videos interessieren dich? Eigentlich alles, bis auf Fakeprints. Ja, sonst gucke ich eigentlich alles, auch diesen Beauty-Müll gucke ich. Aber sonst gucke ich eigentlich alles, ja. Ich guck alles. Was nervt dich am YouTuben und oder Bloggen? Dass ich mit meinem Meister zusammenarbeiten muss. Das habe ich gehört, Igor. Kann man nicht mal in Ruhe eine rauchen? Sorry, Meister. Igor, versau es nicht. Nein, also was mich am meisten nervt, ist da. Das ist schon zeitaufwendig ist, aber da beantworte ich gleich die dritte Frage hinterher. Warum machst du es dann? Ganz einfach, weil ich es liebe und ich da Spaß da habe. Ich ist so eine Art Hassliebe. Ich mag es einfach. So, die nächste Frage ist, welche Social Media Kanäle nutzt du gerne und oft und warum? Also ich habe keine, aber mein Meister hat welche und mein Meister hat Twitter und Facebook und er ist beide. Er postet da seine Videos und ab und zu schreibt er mal was bei Twitter rein. Sonst nicht eigentlich. Das nächste ist, ein guter Ratschlag fürs Leben ist, arbeitet nie für meinen Meister. Nee, Leute, wenn euch das Angebot kommt, lauft, lauft. Gut, dass er das nicht gehört hat. Wer oder was ist dein Lieblings-Superheld? Deadpool, der ist genauso crazy wie ich. So, welche ist deine Lieblingsserie oder Film? Da haben mein Meister und ich den gleichen Geschmack. Unser Lieblingsfilm ist wirklich The Quote, die Krähe mit Brandon Lee.
Der ist sowas von geil. Ich kann euch nur empfehlen. Macht das, guckt euch den an. Welches Gericht oder Rezept würdest du empfehlen? Fischköppe? Igor, vernünftig die Fragen beantworten, sonst gibt's okay, Schelle. Meister. Welches Gericht ich dir empfehlen würde, ist eindeutig Schnitzel mit Kartoffelklöße, Rotkraut und einer schönen Jägersoße. Welche Zeit oder Epoche würdest du gerne für einen Tag reisen? Ich glaube, das wäre die Epoche des Kaisers in Japan. Also da immer gerne mal hinreisen und dann mal gucken, was da so abgegangen ist. Also interessiert mich schon ganz so. Also die Epoche vom Mittelalter so. Aber halt in Japan. Glaubst du an Magie, eine höhere Macht? Oder bist du abergläubisch? Magie, na, weiß man nicht. Höhere Macht, ob es einen Gott gibt? Weiß ich nicht. Und ob ich abergläubisch bin? Nein. Und die letzte Frage für heute ist, kennst du einen guten Witz? Ein Meister ist ein Witz. Danke, Igor. Den letzten hättest du dir sparen können. Nein, konnte ich mir nicht. Ja, ist ja gut. So. Also, das waren meine... Das waren die Fragen von der Sensemann. Ich hab Igor ein bisschen über die Schulter geguckt, aber ab und zu habe ich was nicht mitgekriegt. Ich werde es mir ja eh in der Aufnahme anhören, was er gesagt hat. Fuck. Scheiße. Ja, ist halt so. Nun, dann kommen wir dann zu meinen Nominierten. Ich nominiere 4 Personen und das ist einmal Yannick Reloaded, Raya Thorak, Schminkerella und dann den, ich nehme einfach noch, und Mooney, besagt Moonshit. Moonshit, ich bin gespannt, wie du das auf Englisch machst. Also wäre geil, also euch nominiere ich. Und hier sind auch meine Fragen für euer Video. Und zwar, das erste ist, würdest du gerne, wo würdest du gerne hinreisen? In Klammern Ausland. Nächstes, welche Serie würdest du gerne in welcher Serie würdest du gerne mitspielen? Dritte ist, Whitney oder YouTube, was? YouTube, was ist deine Meinung dazu? Das nächste ist, was ist dein meistgeklicktes Video auf YouTube? Außer der Kanaltrailer. Dann das andere ist, welchen Superschurken magst du am liebsten? Dann, was war dein erster Kinofilm, den du im Kino gesehen hast? Würdest du für 1 Million Euro deinen Kanal verkaufen? Dann, von welchen Game, Serie oder Film wünschst du dir eine Fortsetzung? Mit welchen YouTuber, YouTuberin würdest du gerne mal was zusammen machen? Wenn du die 1 Million Abos erreicht hast, was für ein Special würde es geben? Und die letzte Frage ist, wie lange dauert bei dir die Bearbeitung eines Videos? Ja, die Regeln poste ich euch natürlich in der Beschreibung, genauso wie die Fragen. Auch die Kanäle, die ich nominiert habe, poste, sind unten verlinkt. Da sehen Sie mal das generell immer, werden Sie mal das generell verlinkt. Haha, jetzt komme ich zu den 2 anderen, die mir die Fragen gestellt haben. Die sind auch verlinkt, also schaut mal bei jenen vorbei. Ich bedanke mich wie immer für's Zusehen, ich sage auch Danke an Igor. Meister, kein Problem, aber nächstes Mal bitte sagen. Bitte. Meister, der war jetzt nicht lustig. Danke Ihnen. Und ich werde in Zukunft nichts mehr machen, so. Du wirst noch was machen. Freu dich schon mal darauf. Das werden wir ja sehen. Und dementsprechend sage ich wie immer Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Der Igor und der Gamer, die Quo sind raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Shelly kommt da auch schon angeflogen mit einem Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zock gut, ciao, bis zum nächsten Mal.